Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge ATS mit eurem Erik Vikingson. Das Fertighaus ist Gott sei Dank gut angekommen in Redden gestern. Wir fahren jetzt die Möbel von diesem alten Fertighaus nach Pueblo, nach Colorado. Ich freue mich drauf, ich habe richtig Bock da los rein zu starten und wir gehen natürlich rein. Also Möbel nach Colorado. Ist das cool? Boah, was sind wir denn? Okay. Los. Los. Okay, wir haben keinen Navi. Man kennt ja dieses Auto mittlerweile schon wieder. Auf geht's. Soll uns aber nicht stören. Das ist die Street hier, ne? Biege nach links ab. Ja, wie gesagt, ist jetzt keine weite Fahrt, aber wir sind auf jeden Fall schon mal in Colorado. Und da freue ich mich mega drauf. Um 22 Uhr kommen wir wohl an. Wenn alles gut läuft. Boah, das war aber schon eine fette Fahrt gestern. Ich muss euch ganz ehrlich sagen. So ab und zu habe ich dann extrem geschwitzt, sage ich euch ganz ehrlich. Habt ihr ja gemerkt, wo die Leitplanken kamen. Aber ich bin trotzdem gut, dass wir wenigstens noch 11.000 gekriegt haben und dass es nicht ganz so heftig war. Biege nach links ab. So. Da kommt einiges. Von links ist frei. Ich überlege gerade, ob wir uns eventuell... Ne, da kommen immer mehr. Links bleibt es noch frei. Ich glaube, jetzt können wir. Jo, sehr gut. Haben wir mal Glück gehabt jetzt. Wieso fährt er jetzt nicht, weil er rot ist oder was? War mir jetzt gerade zu schrockig. Wir sind auf der Clayton Road. Ich muss hundertprozentig irgendwann nach rechts. Vielleicht sollte man den an uns vorbeilassen. Und dann schon mal sagen, dass wir rüber wollen. Ich weiß, dass neben uns einer ist. Ich glaube, die Entscheidung war gar nicht mal so schlecht. Immer geradeaus. Ja, ist okay. Fühlt sich gerade gut an wieder. Immer geradeaus. Ich glaube, dein Anhänger schwebt. Das sah jetzt so böse aus jetzt. Ich will mich jetzt nicht rumschreien, aber ich glaube, der ist wirklich geschwebt gerade. Das sah jetzt sehr, sehr merkwürdig aus. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das gesehen habt. Vielleicht bin ich auch schon wieder nervlich in Wrack. So. Können wir? Grazie. Ja, du kannst aber so rechnen, dass wir alle drei Folgen ist immer so eine Tag-Nacht-Einstellung, finde ich jetzt so. Also Folge 1 Tag, Folge 2 also so nachmittags und Folge 3 ist dann mehr abends. So ist es jetzt gerade so ein bisschen. So habe ich das Gefühl. Denk dran, du kannst jetzt wieder, du musst jetzt auf ein bisschen wieder auf alles achten hier.
Ey, was ist los? Sprichst du nicht mehr mit mir oder was? Oder liegt es daran, weil wir jetzt kein Navi hier verbaut haben? Aber das kann ja nicht sein, oder? Was hat's denn? Ist sie jetzt... Ist sie pissig? Das ist eine Wiegestation. Müssen wir auch drauf? Ey, jetzt bin ich gespannt. Ich könnte es mir fast vorstellen. Und nee, die ist außen, oder? Nee. Doch, die Wiegestation ist rechts. Also links von uns. Es geht gerade extrem schleppend, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen wiegen. Ach komm. Bitte links halten. Es geht leider nicht. Ich muss nämlich zum Wiegen. Oh, die müssen alle zum Wiegen? Was? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Aber Helga ist wieder da, hast du es gehört? Immer geradeaus. Nö, ich bin der Einzige, der zum Wiegen muss hier anscheinend. Die wollen einfach nur hier abfahren. Boah, das haben sie aber auch blöd gemacht, die Wiegestation hier. Ich habe nicht angehalten, mir fährt einer rein, pass auf. Naja, Glück gehabt. So, 33 Tonnen. Dankeschön, gute Fahrt noch. Alles in Ordnung. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier, sonst kommen wir nämlich echt zu spät. Bitte links halten. Los hier gerade, ey. Voll die Bodenwellen hier drinne. Eieiei. Ja, ist schön, dass du bremst. Was ist denn los? Du weißt schon, dass wir 121 fahren können? Das ist ja überragend. Was? Ich glaube, da vorne macht einer Stress bei ihm.
Aber mir ist das über die 100 schon wieder viel zu stressig. Sag ich euch ganz ehrlich. Da habe ich 95 und das ist gut. Es ist ja auch nicht mehr weit, dann sind wir in Colorado. Schade, dass wir abends reinkommen. Also nachts. Sieht man bestimmt richtig geil viel, aber der Sternenhimmel ist einfach nur optisch geil. Jetzt zieht er doch. Jetzt hat er die Schnauze voll. Guck dir das an. Du fährst aber auch vorbei an dem, oder? Oder ziehst du jetzt gleich wieder rechts rein? Er fährt aber auch echt tierisch langsam. Komm, da gehen wir mit vorbei. Boah, das Auto ist aber so gut, ey. Was ist denn los? So 105. Also mehr ist nicht drin. Guck mal, wie der abzieht. Und der schaukelt, ey. Wahnsinn. Er kommt an mir vorbei, der andere LKW. Guck dir das an. Boah, wie laut er ist. Boah, das ist gut, ey. FedEx, natürlich FedEx. Wer auch sonst? Wir sind da, in Pueblo. Und viel zu schnell. Jetzt muss aber dann außerhalb sein, wo die Möbel hinkommen. Das ist unser Ziel. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen in Colorado rumfahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Wir haben grün, ich würde gerne noch mit. Biege nach links ab. Vorne sind wir dann. Gegenüber vom Porthaus. Soll ich schon mal rüber? Ja, komm. Immer geradeaus. Oh, hier geht's rein. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, geradeaus durch. Hier endet es. Ich habe übrigens den Hund auf der Beifahrerseite, wie ihr gerade gehört habt. So, can we? Yes, we can. Ja, das war ein schöner Parkplatz hier. Oder
Ablieferungsauftragsgesichts. Keine Ahnung, wie ihr das nennt. Und ich werde es nicht hinkriegen. Ich dachte jetzt schon. Wir haben es geschafft. Gut. Dann gucken wir gleich nochmal nach dem Auftrag. Wir sind jetzt. Boah, wir sind schon gut vorangekommen, ey. Was die Kohlen angeht. Gut, jetzt haben wir nochmal 2000 bekommen. Wir haben jetzt 39.000. Das ist doch geil. Das ist doch richtig gut. Im Service irgendwas? Nö, das passt alles. Gut, dann gucken wir gleich weiter nach einem Auftrag. Pueblo nach Pueblo. Schweres technisches Teil. Leute, warum nicht? Wie viel ist denn das? 147 Kilometer. Ja, ob wir jetzt zuerst noch Colorado Springs fahren, können wir auch den annehmen. Und der bringt auf jeden Fall mehr und ist die gleiche. Komm, das machen wir jetzt noch einmal. Wir fahren jetzt noch mal einmal Schwerlasttransport. So, das kennen wir ja. Zeit zu gehen. Ich denke mal, dass es gar nicht so schlecht ist, mit dem Auftrag jetzt nochmal fahren. Weil da haben wir eine entspannte Fahrt hier. Wie sieht man aus? Ja. Er ist zwar überbreit, aber nicht so lang. Das passt. Könnten aber auch mal aufmachen, danke. Ich dachte, die geht gerade runter. Ich habe schon wieder geschwitzt innerlich. Ich dachte jetzt echt, die geht runter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wir haben natürlich wieder kein Navi in dem LKW. Doch, wir haben eins. Dann machen wir das natürlich aus. Boah, das sehe ich ja fast gar nicht. Aber ich habe ja meinen Küpi vor mir hier. Müsste dann jetzt so fahren, ne? Was hast du denn? Was ist denn los? Blöd. Demnächst links abbiegen. Ich check's nicht. Biege nach links ab. Wir sind anscheinend doch breiter als gedacht. Und länger. Boah, das Gebiet ist ja wahnsinnig schlimm. Ich glaube ich daran, weil ich immer nach rechts drüben raus. Ja. Ich muss einfach in der Mitte fahren. Ich fahre jetzt einfach hier so. Muss ja eh. Er soll an uns vorbei, ne? Wir sind ja richtig fett breit. Boah, und ich habe echt keine Power. Was wiegen wir denn? Alter, das muss aber richtig sackschwer sein. Alamosa. Boah, das ist krass. Er muss richtig pushen hier.
Nee, was hast du jetzt wieder zu meckern? Ich muss halt wirklich hier über die Mitte rausfahren, ne? Keine Chance sonst. Jetzt haben wir es mal wenigstens so ein bisschen wieder. Ich bleibe jetzt einfach hier in der Mitte, das ist mir auch recht. Also der Spurassistent ist schon fett. Wow, sind wir schnell. Ich halte die Flacht dazwischen. Ich kriege Kopfschmerzen von dem Pipip-Sound. Das hätte man vielleicht ausstellen sollen, aber ist egal. Passt schon irgendwie. So weit wird es ja schon nicht mehr sein jetzt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was? Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts halten. Boah, der muss richtig drücken hier, unser LKW, ey. Bitte rechts halten. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Keine Ahnung, was er jetzt von uns will hier. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Aufpassen hier. Also es ist echt so, dass du gar nicht so weit rechts fahren darfst, sonst kriegst du das Gebiet schon nicht mehr aus den Ohren. Das müssen wir dann abstellen, glaube ich. Ich überlege, ob ich das generell jetzt ausstelle. Solange nichts von vorne kommt, wie jetzt gerade. Bin auch wieder viel zu schnell, ey. Boah, ich weiß halt auch nicht, wie breit wir sind, ne? Jetzt hört es gerade auf. Aber ich sehe auf jeden Fall schon mal das Ziel. Mein sagt mein Herz leiser Fitzer. Ein Döner ist doch ganz okay.
Ja, wir müssen vorne rechts und dann sind wir eigentlich so gut wie da. Da kommt ein Auto. Ich kann auch ganz drüben fahren. Dann featscht es auch nicht. Also ich muss über irgendeine Linie muss ich drüber. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Gott sei Dank, dann sind wir auch da. Wahnsinn. Also so eine Fahrt nachts ist heftig. Biege nach rechts ab. Okay, da sind wir schon. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir hier rumkommen. Ich sehe halt gar nichts, ne? Aber ich glaube, das sieht gut aus. Sehr gut. So, wo müssen wir hin? Okay. Kurz Fernlicht anmachen hier. Wir müssen einfach nur gerade hier drüber, das ist in Ordnung. Es ist vorbei. Das ist schon ein richtig übel fettes Teil. Komm, gucken wir uns mal an hier. Das ist auf jeden Fall nicht klein. Ich würde es mal richtig sehen, aber es geht, glaube ich, nicht. Gut, ist in Ordnung. Jo, wir haben es geschafft. Sehr, sehr cool. Freue ich mich. Ausgezeichnet. Dann haben wir unsere Ehre wiederhergestellt, was den Schwerlasttransport angeht. Fähigkeitsrang war da. Wir kriegen auf jeden Fall gut EP nochmal. Aber jetzt merkst du schon, es wird langsam ein bisschen schwieriger aufzusteigen. Waren aber auch nicht viele Kilometer. Aber ist in Ordnung. 43.000 haben wir. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, wo wir morgen hinfahren. Macht's gut. Tschüss.